Jo, hallo Reste. Hallo. Das hat sich schon nach Kommissar Gordon angehört, auf den ich mich jetzt schon freue. Vorher beginnen wir doch die Reste bei A, wie Abenteuer und Wissen. Und zwar gab's zwei Folgen Abenteuer und Wissen. Und zwar einmal Abenteuer Amerika, Aufbruch in die neue Welt von Christian Beermann. Den kennt man ja aus Hörbücher, Magazinzeiten. Beziehungsweise gibt's ja jetzt auch noch, aber... Ich hoffe, es geht ihm gut hier. Ist doch bestimmt noch Over the Sea wahrscheinlich. Ich glaube schon, oder? Grüße. Passt ja, Abenteuer Amerika. Da scheint die Amerika-Affinität ja auch hörspieltechnisch dann quasi Ausfluss gehabt zu haben. Das klang sehr schwülstig. Also eine sehr spannende Geschichte, die mir in der Form, ganz ehrlich, ich bin ja auch geschichtlich jetzt nicht so bewandert, aber nicht so präsent war. Vor allem, was diesen Zusammenhang mit den Pilgern zu tun hat. Ja. Also war mir nicht so bewusst, diese ganze Geschichte, die sich da in England abgespielt haben, warum sich die Pilger dann von England quasi verabschiedet haben, nach Holland gekommen sind und von dort aus nach Amerika aufgebrochen sind und in die neue Welt eben aufgebrochen sind. Und das Ganze ist natürlich, Headroom sei Dank, wunderbar inszeniert. Diese Reihe kann man bedenkenlos wirklich Folge für Folge empfehlen, weil das einfach ganz toll ist, diese Mixtur aus Hörspiel, Wissensvermittlung, die Experten, die zu Wort kommen. Das ist einfach ganz toll aufbereitet, super geschrieben und sehr spannend, hochinformativ. Ja. Also gerade was Abenteuer Amerika anbelangt, das fand ich sehr, sehr gut. Und damit nicht genug, Edmund Hillary ist noch nachgeliefert worden. Triumph am Mount Everest von Berit Hempel gilt im Grunde genau das Gleiche, nur... dass es nicht Amerika ist, sondern Mount Everest. Ja. Und also gerade diese Figur des Edmund Hillary war mir auch nicht so präsent, muss ich sagen. Und gerade was er für die Sherpas geleistet hat, auch sehr interessant. Und dadurch kriegt die Figur auch nachhaltig, also immer wenn dann von Mount Everest so die Rede ist und Hillary dann irgendwann mal auftaucht, das hat man dann sofort präsent. Ne? Ja. Da hat man dann sofort 1, 2, 3, 4, 5 Fakten, die man aus diesem Hörspiel zieht. Ja. Das scheint also tatsächlich auch nachhaltig durch dieses Format zu wirken. Und das ist ja großartig. Sogar bei alten Säcken wie mir. Siehste? Also tatsächlich nicht nur was für Kinder. Ja, jeder, ich finde das auch. Bei beiden ist sehr interessant, also dass man tatsächlich noch von Wissen überrascht werden kann. Ja. Also in beiden Fällen. Also Amerika sogar noch mehr, weil mal seltsamerweise tatsächlich die Sachen auch nicht, also ich hatte die zumindest nicht präsent. Ja, also, gerade dieses Schräge, schon, warum die Pilger damals aus England fliehen mussten. Ja, genau, also diese Ursprungsgeschichte, die war mir ganz, ganz fremd. Ja, also beide absolute Empfehlungen. Nicht nur, wer sich für das Thema interessiert, sondern das kann man einfach generell wirklich jedem ans Herz legen. Ja, kommen wir zu was ganz anderem. Seien Sie böse, seien Sie schlecht. Es hängt. Jörg Schuler hat ein Hörspiel herausgebracht, was er zusammen mit Matthias Brink auch erdacht und geschrieben hat. BMI ist nicht der Body Mass Index, es ist das I, so ein englisches. Zwar steht es für Bad, Mean and Evil, eine, soll man denn sagen, eine Unternehmensberatung für böse Menschen. Ja, es geht um einen bösen Protagonisten, also quasi ein Antagonist, aber das ist ja der Protagonist trotzdem. Ja, es ist ja egal, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Der durchläuft also eben diese Kaderschmiede zum Bösen. Jo, also man braucht den entsprechenden Humor, den sollte man mitbringen. Sonst hat man nicht allzu viel Freude dran, glaube ich. Also es ist schon... Ich finde es ein bisschen schade, es ist eine tolle Idee eigentlich. Ja. Da steckt eigentlich auch immer mal wieder so das Richtige drin, aber irgendwie ist der Funke bei mir nicht übergesprungen. Ja, der Humor ist nicht so meins. Ja. Das ist so der, den man auch bei, wie hieß die Serie von... Ach, Heft der Chef meinst du? Genau, Heft der Chef hat. Mhm. Tatsächlich, ich habe hier in der Familie einen riesen Heft der Chef-Fan. Echt? Ja, aber gut, dem habe ich jetzt BMI noch nicht vorgespielt. Aber vielleicht sollte man das mal machen. Könnte man vorstellen. Also es gibt zumindest jemand, der Heft der Chef lustig findet. Also es geht tatsächlich. Wir beide waren ja auch mit so angetan. Das ist auch nicht schlecht. Also das kann man also wirklich auch eigentlich nicht schlecht reden, aber man muss halt tatsächlich wirklich den Humor mitbringen. Und also bei mir hat es halt echt nicht gezündet. Das hat eben das Schwierige beim Humor. Da muss es halt passen, sonst wird das nichts. Weil es halt wirklich auch von Anfang bis Ende auf Comedy-Format getrimmt ist. Ne? Ja. Und viel mehr ist dann da tatsächlich auch nicht. Aber es ist halt wirklich eine tolle Grundidee, die eigentlich auch wirklich per se Spaß macht. Und also ich habe mir das auch schon mehrmals gedacht, also gerade bei den Sachen, wenn so ein klassischer Bösewicht auftaucht, der macht halt immer die gleichen Fehler. Ja. Und das wird halt auch eigentlich schön aufgegriffen. Auch dass man so
dass man das so erzählt, also so in Punkte auflistet. Ja, genau. Also das fand ich, das stimmt. Das die ist wirklich ein guter Aspekt. Versucht abzutrainieren. Ne? Ja, wie die sich dann auch natürlich nicht in der Schule quasi verhalten. Das ist eigentlich auch ein schönes Setting, dass man die quasi in einen Klassenraum steckt alle. Ja, aber trotzdem irgendwie liegt halt am Dialogskript, dass das bei mir nicht gezündet hat. Leider. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das seine Fans haben könnte. Ja, stimmt. Und also Kompliment ans Titellied. Das bleibt sowas von hängen. Das kriegt man nicht mehr aus dem Schädel. Ja, das ist mal deutlich besser als Excalibur. Gut, das ist jetzt noch schwer. Das ist so eine neue Kategorie. Ja. Oh je. Oh Gott. Ich darf nicht so oft Excalibur sagen. Oder du darfst nicht so oft Excalibur. Nein, das ist war direkt die Dämmplatte im Kopf. Dann gab es ein Hörspiel beim Hörspielprojekt. Vergangenen Monat war das. Ihr hört das ja jetzt im Mai. Das heißt, war vorvergangenen Monat. Fressen und gefressen werden von Philipp Hümmerich und Ronald Martin Bayer. Ja, Hörspielprojektproduktion, die ich sehr unterhaltsam fand, muss ich sagen. Ja, doch. Tatsächlich, ja. Das kann man sehr, sehr gut hören. Es ist ein, eigentlich klassische Krimi-Situation, in die ein Protagonist hineingeschmissen wird, der so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und das kriegt eben eine Person spitz und erpresst ihn damit. Und zwar ist so eine Erpressesituation, dass er gezwungen wird, jemanden um die Ecke zu bringen. Ja. Und das Ganze hat dann eben im Verlauf des Hörspiels ein, zwei schöne Twists, die zwar so ein bisschen vorhersehbar sind, aber hat mich ganz ehrlich gesagt nicht großartig gestört. Mhm. Am Schluss ist es ein bisschen, wo so dieses große Finale aufgebaut wird. Da kommen halt so die Figuren zusammen und dann gibt's dann so ein Shootout, wenn man so will. Das ist so vielleicht so ein bisschen überzogen gewesen, aber so insgesamt hat es mich jetzt nicht großartig gestört. Ich fand das durchweg unterhaltsam, ist bis auf so ein paar Ecken und Kanten auch gut gesprochen eigentlich. Ja. Vor allem von den Hauptfiguren. Schön flott inszeniert, ohne, ich glaube, ohne Sprecher kommt man aus, ohne Erzähler. Und das macht das Ganze schon sehr angenehm. Gerade so die erste Situation mit diesem Telefonat, da ist man sehr nah dran, da wird man so schön reingeschmissen, wird so schön in die Hauptfigur auch reinversetzt. Das hat mir sehr gut gefallen, ist gut geschrieben. Deswegen absolute Empfehlung. Das könnt ihr beim Hörspielprojekt downloaden oder bei YouTube gibt's das Ganze auch schon. Und es ist umsonst, das heißt, diese Hörspielstunde solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, dann, also würde ich übrigens auch so sagen, falls einem noch meine Meinung interessiert, stimmt ihr da vollkommen zu. Mich? Ja. Genau. Ach so, gut. Ja. Dann gibt es einen, oder gab es einen neuen Gespensterkrimi im März, den wir mittlerweile auch gehört haben. Ja. Hollywood Horror heißt das Ganze, ist also eine Gemeinschaftsproduktion von Contendo Media und Audionarchie. Nach den beiden ersten Einträgen, jetzt der dritte. Und ich muss sagen, mich hat's jetzt nicht gerissen, leider. Nicht sonderlich, aber ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Ja, das ist halt das Problem. Die Erwartungshaltung war ein bisschen höher, das stimmt. Ja, ich erwarte dann halt auch in der Reihe von Gespensterkrimi irgendwas anderes. Also die Story hätte auch so bei jedem anderen Gruselgedöns laufen können, oder? Also ich konnte da nichts Besonderes finden dran. Na doch, also das Besondere fand ich war einmal dieses Grundsetting, dass da quasi dieser Schauspieler auf sein echtes Ich trifft, dass er da verkörpert. Das ist schon interessant zumindest, so vom Grundplot ausgehend. Aber so der generelle Verlauf, naja, geht so. Also insgesamt war es mir auch, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig. Also gerade weil eben die ersten beiden Folgen doch die Stange schon so ein bisschen hochgelegt haben, muss man schon sagen, ja. Also von der Inszenierung her kann man da... Den Anspruch ja hat, da in der Reihe auch was Besonderes zu erzählen und jetzt nicht einfach nur irgendwelche Groschenromane so quasi wiedergibt, sondern schon irgendwie wie dem Genre noch ein paar besondere Impulse geben, oder? Also dass der Anspruch schon da ist, oder? Oder da sein sollte zumindest, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Ja, wie gesagt, so ein, zwei Besonderheiten hatte das Ding ja schon. Aber ja, so richtig gerissen hat es mich auch nicht. Aber ich hatte tatsächlich das Problem, dass die ersten beiden Folgen einfach die Erwartungshaltung relativ hoch geschürt haben. Und das wurde dann doch nicht so ganz erfüllt, muss ich sagen. Okay. Aber also, das ist, finde ich, trotzdem immer noch weit davon entfernt, ein schlechtes Hörspiel zu sein. Nein. Dafür ist es viel zu gut inszeniert und viel zu gut geschauspielert auch. Und ja, wie gesagt, so ganz so uninteressant fand ich die Geschichte eben nicht, von diesem Grundsetting ausgehend. Ja, wenn das in einer anderen Gruselreihe rausgekommen wäre, hätten wir es wahrscheinlich gefeiert. Aber hier ist es tatsächlich so, dass es die Erwartungshaltung einfach zu groß ist, ja. Das kann sein, ja. Ja, dann zurück zu Pandora's Play. Den Auftakt hatten wir ja schon im April mit Grüße aus Gehenna.
Und jetzt, warum auch immer. Warum auch immer, das hat einen Grund. Es hat organisatorische Gründe, dass wir im April-Teil Grüße aus Gehenna gesprochen haben. Also gibt es einen wirklich guten Grund dafür. Ja, und der wird aber so geheim. Der wird erst in der letzten Sendung preisgegeben. Ja, genau, in der allerletzten Sendung. Ich habe auch schon eine Rechercheanfrage von Jan Gaspar, aber ich habe die Sprache. Es wird also keine Offenbarung 23-Folge darüber geben. Zumindest keine, die den wahren Grund kennen kann. Ja, es gab auch in dem Package, das herausgekommen ist, die 5. Folge der Hörgespinste-Reihe. Das ist ja wirklich eine Reihe mit abgeschlossenen Geschichten. Das war dann tatsächlich auch das erste, was ich von denen gehört habe. Und zwar war das die Folge 5, Kuckuckskind. Ja, das ist die Geschichte zweier Schwestern, beziehungsweise die eine Schwester, die immer schon sich gedacht hat, ach Mensch, das ist schon merkwürdig, dass ich so anders bin als meine Schwester, dass wir ja eigentlich fast schon keine Schwestern sein könnten. Die Julia ist es, ne? Die eine, ja, das war schwierig. Und er nimmt einen Ausflug nach Chicago und entdeckt dort ein Vermisstenplakat. Und auf diesem Vermisstenplakat, nee, es ist Alice, entdeckt sie ein Foto ihrer Schwester. Denkt sie, das ist so ähnlich, das kann eigentlich nur meine Schwester sein. Und so nimmt die Geschichte ihren merkwürdigen Lauf, also es ist sehr mysteriös alles, und driftet dann tatsächlich nach einer gewissen Spielzeit noch mehr ins Mysteriöse ab. Ja. Das ist eigentlich schon kein, wie man am Anfang vermutet, so ein Thriller eher ist, aber das driftet dann tatsächlich ins Mysteriöse ab. Und bis zu dem Zeitpunkt fand ich die Geschichte auch richtig gut. Dann nimmt sie also durch dieses Mysteriöse eine merkwürdige Farbe an, was natürlich die Produktion dann auch per se eigentümlich macht. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, war aber trotzdem immer noch angetan davon, muss ich sagen. Also ich fand es gerade genial. Echt? Du fandest das gerade genial? Ich fand das so eine super Idee, weil man quasi alles auf den Kopf stellt, ja, was in diesem Hörspiel passiert. Das fand ich dann wirklich total originell, auch wie man dieses Ende macht. Das ist ja auch jetzt wirklich kein Ende, wo man sagt, oh ja, das ist ja jetzt super schön und alle haben sich lieb, sondern ist richtig bitterböse, und obwohl es ja eigentlich ein Happy End ist. Im Endeffekt schon, es wird ja so als Happy End auch dargestellt, aber es ist hinterlässt einem ja doch so ein total ungutes Gefühl, und das fand ich wirklich total super. Also das fand ich von der Story her, fand ich das wirklich grandios. Ja, das wäre sowas, was ich eben bei der dann sehe. Sowas hätte ich da, würde ich gerne hören. Also ja, so originelle Geschichten. Ja. Also ich würde es auch empfehlen wollen, ein bisschen eingeschränkt, weil ich eben diesen Twist, den die Geschichte da nach zwei Dritteln nimmt, so, ich fand ihn ein bisschen merkwürdig. Aber er ist besonders. Dafür fand ich ihn genial, deswegen ist er jetzt wieder durchweg. Ja, aber eine tolle Produktion und hat so die Pandora-Play-typischen Besonderheiten. Das hat irgendwie so eine ganz eigentümliche Stimmung, ja. So ein ganz eigenes Flair, ja. Und das zieht sich bei Pandora's Play tatsächlich durch. Grüße aus Gehenna möchte ich irgendwie rausnehmen, weil das ist anders, ja. Das ist auch ein anderes Produktionsteam, das da dahinter steckt. Und aber also die Geschichte ist auch wieder, ja, es ist irgendwie ist bedächtiger inszeniert, glaube ich auch. Das spielt sehr da ruhig, auch mit rein, ja. Sehr interessant. Apropos bedächtig, kommen wir zum langsamsten Hörspiel aller Zeiten. Das ist so herrlich. Kommissar Gordon, der erste Fall von Ulf Nielsen, ist bei Headroom rausgekommen. Das ist so merkwürdig. Ganz jung, Uhr. Ich fand das sensationell, ganz ehrlich gesagt. Das ist so langsam, man muss sich am Anfang, wird man da so vor den Kopf gestoßen, denkt sich, warum passiert da, da kommt doch, warum sagen die denn nichts? So lange Pausen und dann Kommissar Gordon. Das ist alles so langsam und behäbig, was da passiert. Und sehr hutzi-dutzi. Entschleunigt. Wirklich. Also sehr, sehr entspannt. Und also irgendwann, wenn man sich reingehört hat, wenn sich, ach, das ist so schön. Ach, das ist ja eine Oase der Ohren. Eine Oase der Ohren, ja. Das klingt auch wie so ein Schlagertitel. Eine Ohrrasen. Eine Ohrrasen, genau. Es geht um Kommissar Gordon. Und Kommissar Gordon ist eine Kröte, die ein Detektivbüro betreibt, und der erste Fall, um den es geht, ist der Fall des Eichhörnchens, das von Jens Wawrczeck gesprochen wird. Und zumindest dabei. Jens Wawrczeck sind die Nüsse gestohlen worden. Also nicht er, sondern seine Figur natürlich über den Sommer über und den Herbst über. Herbst sammelt man Nüsse, ne? Nee, Quatsch, am Anfang sind es nur ein paar Nüsse und dann kommen noch mehr Nüsse hinzu, die gestohlen werden. Und Kommissar Gordon guckt sich das in aller Ruhe an. Und guckt sich das an und zieht dann so ein, zwei Schlüsse, die sehr offensichtlich sind, aber man muss ja auch erstmal in Ruhe nachdenken. Und dann kriegt Kommissar Gordon auch noch einen Gehilfen zur Seite. Und so nimmt dieser Fall dann so seinen Lauf, aber eben alles in seiner Zeit und alles
in Ruhe. Ja. Also ich bin so wirklich im Sessel versackt, als ich das gehört habe und fand das so wundervoll in seiner Behäbigkeit, wie das seinen Lauf nimmt. Wunderbar passend zu dieser Hauptfigur der Kröte, die lieber nachdenkt, bevor sie unnütz Energie verschwendet. Und dann passieren dann ja auch dramatische Sachen, als die Kröte dann stecken bleibt zum Beispiel. Aber alles in Ruhe, alles zu seiner Zeit. Ich bin sehr angetan, wie man hört, und fand das sehr schön. Ist ein schöner Konterpart gegenüber, ja, vielleicht aufgeregteren Hörspielen, auch gerade für die Zielgruppe, die halt wirklich Tempo bewusst rausnimmt, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Kinder dann ganz gebannt da davor sitzen, ja, und auch zur Ruhe kommen können. Ich fand das sehr speziell und also mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen, eben gerade, weil das einfach so dermaßen anders ist und ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Lasst euch drauf ein, Kinder wie Erwachsene. Also mir hat das tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich mich da total fallen lassen konnte. Und ich habe dem Ganzen sehr gerne zugehört und es hat in seiner Andersartigkeit wirklich nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Kommissar Gordons erster Fall bei Headroom. Sehr, sehr schön. Du möchtest gar nichts mehr dazu sagen. Nein, ich hab's noch nicht gehört. Ach so, du hast noch nicht gehört. Oh nee, Mensch, da kannst du dich echt drauf freuen. Das ist echt toll. Ja, mach ich das doch. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Und zwar einer SRF-Produktion. Eine Geschichte von Urs Faes, die jetzt beim Christoph Merian Verlag auch rausgekommen ist. Und zwar Paris, eine Liebe. Ja, und zwar ist die Geschichte folgende, dass die Hauptfigur Erik nach sehr, sehr vielen Jahren, nach 3 Jahrzehnten Abstinenz nach Paris zurückkommt und Paris damals verlassen hat, gebrochenen Herzens. Unter anderem deswegen er Abstand zu dieser Stadt genommen hat, bewusst Abstand genommen hat. Jetzt kehrt er eben nach Paris zurück und dort steckt natürlich jede Ecke voll Erinnerungen. Das Ganze ist sehr, ja, fast schon träumerisch eingefangen. Irgendwie auch gefühlt weniger Hörspiel, als dass es ein innerer Monolog ist. Aber das Ganze doch sehr, sehr unterfüttert von Paris, also ummantelt von Paris. Zumindest hatte ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass da wirklich Paris vor Ort Platz für Platz eingefangen wurde. Und das, fand ich, macht die Geschichte auch sehr besonders. Ansonsten ist das Hörspiel selber sehr literarisch geraten. Literarisch in dem Sinne, dass es wenige, ich glaube fast gar keine Spielszenen wirklich gibt. Nee. Sondern dass eben wirklich das Ganze eher ein Monolog ist. Eben erzählt wird, wie dieser Erik von Platz zu Platz, von Erinnerung zu Erinnerung voranschreitet und da nicht wirklich eine Struktur im Endeffekt dahinter ist, bis dann der Hörer ahnt, dass dieser weibliche Gegenpart anscheinend immer noch in Paris ist. Mhm. Da kriegt das Ganze so ein bisschen Zucht dann, aber eigentlich nicht wirklich. Im Endeffekt bleibt das Hörspiel in dieser träumerischen Sphäre und kriegt nie wirklich Bodenhaftung. Und darauf muss man sich schon einlassen. Das meinte ich eben mit literarisch. Das ist schon so ein bisschen also sperrig. Aber diese Mischung aus Erzähler und Figur, also diese Doppelungen, die da immer drin sind. Das ist schwierig, ja. Ja, das ist echt problematisch, ja. Ja, was ich sehr schön fand, ist tatsächlich dieses Parisige, was da mit drin steckt. Dieses, ja, lebendige. Parisige ist so ein schönes Wort. Adjektiv. Wird auch selten gebraucht. Ja, es sollte öfter gebraucht werden. Meinst du? Nein. Ich weiß nicht. Ja. Also das fand ich sehr, sehr. Also das fand ich sehr, sehr schön. Oder was ich halt ein bisschen sperrig fand, ist wirklich das Format, das gewählt wird. Aber das ist eben das Format der Geschichte, die halt, also oder dieses Romans, ist ja eigentlich ein Roman, der dahinter steckt, was da gewählt wird. Aber insofern ist das wahrscheinlich schon gut eingefangen, diese Romanatmosphäre, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist tatsächlich nur bedingt zu empfehlen. Ich hatte, wie gesagt, auch meine Probleme. Ja, weil mir so ein bisschen der rote Faden einfach gefehlt hat, ganz ehrlich gesagt. Ja. Weil eben weniger eine Geschichte erzählt wird, sondern mehr so ein Status quo in Verbindung mit diesen Erinnerungen eingefangen wird. Ja. Und was mir halt auch nicht so gefällt, ist dieses Weinerliche. Dieses Kafkaeske, was da mit reinspielt. Dieses, ach ja, damals. Und ich habe dann immer so eine Figur im Kopf, die den Kopf nach hinten wirft und die den Handrücken an die Stirn klatscht. Das ist alles so furchtbar. Wo ich mir auch denke, meine Fresse, Mose, mach doch einen Haken dran und leb weiter. Aber das habe ich generell mit so Steppenwolf und ja, diese ganze Nummer. Das ist einfach jetzt nicht mein Ding. Irgendwie schon, ne? Ja. Ja. Trotzdem nicht unhörenswert, gerade was diese Paris-Atmosphäre anbelangt. Und also für so Fans von so Steppenwolf und ja, so Kafka, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das großen Anklang findet. Also so 18- bis 23-jährige Abiturienten mit Ledermantel und
die in so komische Kneipen gehen, wo nicht so oft geputzt wird. Ja, wo die Kippe so im Mundwinkel hängt. Ja. Und die James Dean auch ganz toll finden. Ja, und die ins Wochenende auf Poetry Slams und so auf der Bühne verbringen. Ey, nichts gegen Poetry Slams. Ich habe nichts gegen Poetry Slams, aber irgendwo müssen die Leute hierher kommen, die das hören. Das stimmt, ja. Man muss auch ein bisschen Mut zum Klischee haben. Das tut ja auch gut, haben wir schon öfter festgestellt. Genau. Mehr Mut zum Mainstream, mehr Mut zum Klischee. Jetzt sollten wir mal so Schriften verfassen. Manifeste. So Manifeste, genau. Empört euch. Oh, tolles Buch. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Mach mal. Ich schenke mir einen Kaffee ein. Ja, bei PDAX gab es was Neues. Was Altes. Ja klar, bei PDAX, die graben ja immer gerne mal schief und haben tatsächlich mal was entdeckt, was bisher noch brach lag. Und zwar einen Paul-Temple-Fall des Saarländischen Rundfunks, den es tatsächlich noch nicht im Handel gibt. Das ist dann auch der letzte Tempel, der noch verfügbar ist, der in den Archiven schlummert. Paul Temple und der Fall in Genf heißt das Ganze. Und ja, es ist schon ein bisschen anders als andere Tempels. Also nicht wegen der Story, die ist ja eigentlich immer so, wie sie hier ist. Es gibt auch die typischen Paul Temple. Ich musste quasi schallend lachen, als man mit dem Auto über die Brücke fuhr und im Fluss landete. Ich auch, weil ich den Pastewka vorher noch gehört hatte. Ja. Genau, ich habe auch blub, blub, blub. Ja, aber apropos sehr witzig ist es eigentlich nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil diese Leichtigkeit, die sonst Tempel umweht, den gibt es hier gar nicht. Also hier erzählt man so wirklich diesen Kriminalfall und so dieses Geplänkel zwischen Steve und Tempel ist so, ja, gibt's zwar, aber dann doch eher so. Also ich glaube, das lag viel auch an der Besetzung. Gerade zum Beispiel beim Butler ist mir das sehr aufgefallen. Der wirkt überhaupt nicht so flapsig wie der in den... Ach, wer war denn das? Ich habe die Namen jetzt leider nicht im Kopf. Der normalerweise halt den Butler spielt. Ja. Also liegt, glaube ich, teilweise auch an der Besetzung. Also dann natürlich auch an der Regie und wie das Ganze eben vom Regisseur angelegt ist. Das stimmt schon, ja. Ist generell eher ernster. Setzt sich dadurch aber auch wieder ab und kriegt dadurch eben auch eine andere Note, ja. Ja, das ist eigentlich jetzt ein Kaufbefehl. Ich meine, das ist der letzte Tempel, den es noch gibt und den muss man ja eigentlich im Regal haben. Also da geht ja nur kein Weg dran vorbei. Auch wenn ich den Fall selber jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Conrad-Fall nicht so dolle fand. Der Conrad-Fall hat halt jetzt gerade im Vergleich, weil er ja zuletzt bei PDAX rauskam, der hat schon um einiges mehr Schmiss gehabt. Ja, fällt halt extrem auf, dass halt so diese ganzen Versatzstücke, die bei Tempel immer wieder auftauchen, dann einfach wieder reindrin. Das und hat irgendwie alles, hat gefühlt schon mal gehört. Also selbst obwohl diese Fassung ja total fremd ist, dieser Fall, überrascht einen dann nichts, was dann im Hörspiel passiert. Also man denkt immer, ja, klar, jetzt kommt das und jetzt kommt das und ja, ist halt Paul Temple. Kann halt nicht aus seiner Haut. Nein. Ja. Aber Empfehlung, allein aus Klassikergründen. Absolut. Ja, von Paul Temple gehen wir wieder einen Schritt zurück zu Pandora's Play. Und zwar gab es ja auch aus dem Hause Pandora's Play, das ist auch die Serie mit den meisten Folgen bei Pandora's Play gewesen, Schattenseiten. Damit sind sie auch gestartet, glaube ich, damals. Ja, kann sein, ja. Und passend zum 13-jährigen Jubiläum gab es die 10. Folge, Augenlichter. Das ist eine durchaus spannende Geschichte, fand ich. Irgendwie, die hatte auch irgendwie was Frisches. Mhm. Also gerade die Geschichte hier mit dem geraubten Augenlicht. Es geht, wer sich noch erinnert, ich weiß nicht, wann die letzte Folge rauskam, aber es ist schon sehr lange her. Frühes 14. Jahrhundert. Ich hatte aber keine Probleme, irgendwie reinzukommen, weil die 4, also um die es ja eigentlich da ging, das war, glaube ich, damals einfach eine WG. Die sind jetzt alle ein bisschen älter natürlich und haben jetzt ein eigenes Geschäft. Ich weiß nicht, ob das damals schon der Fall war. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Jetzt haben sie halt so ein Geschäft, wo sie so Gekröse einfach verkaufen, studieren aber, glaube ich, immer noch. Und damals Gekröse wird auch viel zu selten gesagt. Gekröse. Das muss man aber norddeutsch aussprechen, da bestehe ich drauf. Also die 4 haben ja damals diverse Abenteuer bei den Schattenseiten erlebt in, wie heißt die Gegenwelt? Wo sind sie denn immer hin? Oh, das ist so lange her. Ja. Chedoni war damals der große Bösewicht oder der große Gegenspieler. Den haben sie ja damals mehr oder minder besiegt, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Also ich habe jetzt nicht alle Folgen nochmal gehört. Deswegen verzeiht mir auch, dass mir jetzt die Welt nicht einfällt. Ach, es gibt's doch nicht. Wie heißt denn die Welt, Mensch? Portal zu? Ach, ist ja wurscht. Auf jeden Fall spielt die Geschichte eben jetzt nur in der Hier-und-Jetzt-Welt, in der es aber auch komisch zugeht, denn die 4 sind auf dem Rummel am Anfang und treffen da auf eine Freundin. Die Freundin ruft dann mitten in der Nacht an, weil das die letzte Telefonnummer war. Das ist auch schön von der Geschichte her. Also finde ich gut erzählt. Kann man sich gut reinversetzen. Das ist nämlich die letzte Telefonnummer, die sie in ihr Handy eingespeichert hat. Sie ist nämlich erblindet über Nacht. Deswegen wählt sie halt die erste Nummer, die quasi im Handy eingespeichert war. Und landet da eben in der WG der Vieren.
die vier versuchen natürlich, ihre Freunde zu helfen und kommen da einem Rätsel auf die Spur. Es ist nämlich nicht die einzige Person, die ihr Augenlicht verloren hat, und das hat eben mit diesem Rummel zu tun und genauer mit einer Wahrsagerin zu tun, die eben alle Figuren, die erblindet sind, vorher besucht haben. Und so wird das Ganze eben schön mysteriös, wie das bei den Schattenseiten ja immer der Fall ist. Du kriegst so diesen Mystery-Anstrich und dann geht es irgendwann mal um Hexen und um einen magischen Zirkel. Und fand ich eine interessante Geschichte. Das Ganze hat eben auch, wie wir gerade bei Kuckuckskind schon gesagt haben, so diesen Pandora's Play-Charme. Ja, sogar noch mehr wie Kuckuckskind. Ja. Es hat halt so einen leicht amateurhaften Anstrich, dadurch, dass die Sprecher halt so Ecken und Kanten haben, gewisse. Ja, die sind aber nicht schlecht gesprochen, aber man merkt so, dass es keine Schauspieler, die sprechen, genau. die sprechen halt so normal irgendwie. Genau. Aber es hat eben so einen gewissen Charme, den muss man natürlich auch mögen. Kann mir vorstellen, dass dann viele sagen, oh nee, das klingt mir zu eckig. Mhm. Also da habe ich dann lieber doch eine professionellere Art des Schauspielerns oder des Geschichtenerzählens. Aber also ich mag das, muss ich sagen, und gerade die Folge 10 hat mir, auch was die Geschichte anbelangt, die auch irgendwie frisch wirkte, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Schließe ich mich gerne an. Womit ich meine Probleme hatte, ist der Soundtrack. Das liegt aber daran, also es ist schön, weil es ist ja der 13. Geburtstag gefeiert werden worden. Sein Vollentum. Deswegen ist eben auch diese Sonderedition rausgekommen mit dem Soundtrack, wo eben auch eine Geschichte reingebastelt wird, wo so ein bisschen die Geschichte der Schattenseiten auch aufgedröselt wird, also von Fall zu Fall werden, ach Mensch, Daniel und Anne sind's, glaube ich, oder ist es Claudia und Christian? Ach, ich kriege die vier nicht auseinanderklabustert. Das hat auch so eine Schwierigkeit dabei. Auf jeden Fall werden zwei der Viere werden von den anderen beiden quasi auf eine Schnitzeljagd geschickt, quer durch das Haus und ums Haus herum, wo eben so nach und nach, Fall für Fall, die Geschichte der Schattenzeiten nacherzählt werden. Und das Ganze eben unterfüttert von der Musik. Es ist nämlich eigentlich ein Soundtrack. Mit der Musik habe ich halt meine Probleme. Das ist halt mal gar nicht meins. Also kann ich verstehen. Das ist schon sehr besonders. Ja, ich kann die, das ist halt so, weil das ja so eine Stimmungsmusik ist, die dann im Hörspiel funktioniert. Aber so für sich ist das halt schwierig. Das kann sein, dass das mehr so auf Ambient angelegt ist, stimmt. Ja, und genau. Dass das als Track selber dann nicht so funktioniert, genau. Aber also die Grundidee fand ich schön, dass das eben so ein bisschen in der Geschichte gewühlt wird. Und das ist schon eine nette Idee eigentlich. Und also gerade für Fans der Serie ist das halt ein schönes Zuckerle. Aber ja, meins war es jetzt nicht so wirklich. Soll ich noch zum Abschluss noch was sagen, wie die Welt hieß? Sag es. Rangnava, richtig. So, danke. Wieder was gelernt. Sprach nächstes Mal. Rangnava. Ja, die ist jetzt auch nicht so ein Allerweltsname eigentlich. Die müssen wir schon merken können. Aber Hedoni. Aber wie jetzt das sonst her heißen soll, Lieschen Müllerwelt. Zum Beispiel, ja, die Müllerwelt. Stimmt, so heißt auch nie sonst nichts. Da gibt es ganz viel Milch. Das wäre noch frei, ja. Ja, weiter geht's im Text. Kommen wir zur Romantruhe. Da gab es auch zwei neue Hörspiele, und zwar beides mal irgendwas mit Sherlock Holmes, wobei das eine ja gar kein Sherlock Holmes ist. Ich fange nochmal an. Sherlock Holmes, die neuen Fälle, gab es zumindest bei der Romantruhe. Ja. Ja, die drei Dieven, heißt das gute Stück. Ein Sherlock Holmes-Krimi, ein sehr, soll man denn sagen, so wie er sein sollte, ein Sherlock Holmes-Krimi. Ein mysteriöser Fall. Sehr solide. Also ich finde das weg einer der besseren tatsächlich Fälle aus dieser Reihe, weil es tatsächlich den Holmes ganz gut trifft, finde ich. Also so die typische Erzählweise. Und die kommt ganz gut drüber. Mich hat das so stark an die drei Fragezeichen vorher erinnert. An den entsprechenden Totenkopf, oder? Ja, wegen der Auktion am Anfang. Nee, aber auch so die Art des Ermittelns und weiß ich nicht. Das hatte so eine drei Fragezeichen-Atmo permanent. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Also es ist wirklich klassisch nostalgisch fast schon. Also hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, also das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Hatte ich schon gesagt, wie es heißt? Ja, die drei Tiefen, hatte ich schon gesagt. Ja. Genau. Solltet ihr euch anhören, also wenn ihr Sherlock Holmes mögt, hier seid ihr genau richtig. Also das ist wirklich mal so eine Punktlandung im Holmes-Kosmos, würde ich mal sagen. Sehr schönes Holmes-Pastiche. Ja. Würde ich empfehlen wollen. Das andere war Sherlock Holmes und Co., die Reihe. Und zwar Folge 14 war das, Der Mann in Orange. Eine Dupin-Folge. Und mit der ich überhaupt nicht warm geworden bin. Ich auch nicht. Das war ganz merkwürdig. Also leider schon der Anfang mit diesem schwülstigen Zusammentreffen in der Bibliothek, das dann nochmal geschildert wird. Und beim Spaziergang, also das hat gefühlt überhaupt kein Ende genommen.
Also man versucht halt, glaube ich, so die Figur des Poes schon sehr stark irgendwie mit reinzunehmen. Ja. Und dieses schwelgerisch-romantische, was ja auch bei Poe mit drin steckt, und das versucht man halt in den Text mit rein einfließen zu lassen, und das irgendwie klappt das nicht. Also das in Verbindung mit dem Krimi, das haut nicht hin. So losgelöst, so als Auftakt, und das dauert mir dann viel zu lange. Also wenn man das jetzt so irgendwie so in den Fall mit eingebunden hätte, aber was dann der Fall an sich ist ja halt auch schwierig, weil das ja eigentlich ein bekannter Fall ist, den man dann doch ganz anders erzählt und eigentlich das Geniale an dem Fall ja komplett rauslässt. Das hat mich ja auch ein bisschen verwundert. Was dann wieder funktioniert, ist, dass man dieses Tragische von Poe dann mit reinnimmt. Das hat dann wiederum, oder dieses Düstere von Poe, das hat dann schon irgendwie wieder funktioniert, aber gerade dieses Schwelgerische, das bremst komplett irgendwie die Geschichte aus, finde ich. Also ich weiß auch, was man da raus will, aber irgendwie, also mir hat der erste Fall von Dupin weitaus besser gefallen, muss ich sagen. Irgendwie ich in dem mit beiden nicht richtig warm, aber ich fand den ersten in dem Verhältnis auch besser. Hat leider nicht so ganz funktioniert, ne? Nein. Also gerne wieder einfach ein bisschen stringenter. Weiß nicht, dass das dann vielleicht funktionieren wird. Man versucht natürlich dadurch auch dem quasi Ermittlerduo auch so einen eigenen Anstrich zu geben, aber nee. Und auch dieses Geniale, was dann mit reinspielt bei Dupin, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Quasi Vergangenheit nachvollziehen. Das wirkt ja auch alles so drauf drapiert. Ja, kommen wir zu was ganz Schrägem. Oh ja. Das ist wirklich eine ganz geniale Sache. Ich bin durch den Hörspielsommer darauf aufmerksam geworden. Die haben ja immer so eine Radiosendung, die einmal im Monat läuft. Und in der März-Ausgabe haben sie die Hörspielmacher Jean-Rainer Jung und Philipp Böseke zu Gast gehabt, die über ihr Projekt Trabant Z1 Mythos auf vier Rädern gesprochen haben. Und zwar, wie erzähle ich das denn jetzt am besten? Es geht um den Trabant Z1, eine Hörspielreihe aus der DDR, eine verschollene Hörspielreihe. Die gab es natürlich nicht, aber man hat sich mal ausgedacht, als ob es sie gäbe, als ob die beiden jetzt quasi ein Projekt gestartet hätten, um verschollene Folgen dieser Hörspielreihe wieder ausfindig zu machen. Und sie bringen dann auch ein paar Folgen zu Gehör. Die Akten werden nach und nach geöffnet. Ja, und das ist wirklich so genial schräg. Es ist also quasi ein sozialistischer Knight Rider. Und das ist dermaßen lustig und schräg. Und also das ist wirklich eine Granate. Also ich bin auch hellauf begeistert. Eine Perle der freien Szene. Das ist also einfach, ich bin total angetan. Das ist an Originalität nicht mehr zu überbieten. Das ist wirklich super. Das ist so eine geniale Idee, auch wie man dann dieses Projekt aufgezogen hat. Also den Link findet ihr dann auch. Die Seite ist so großartig, wirklich. Das macht wirklich, so das Spaß, macht so auf der Seite rumzustöbern. Also es ist wirklich mit so viel Liebe gemacht. Und also ich kann meiner Begeisterung gar nicht Ausdruck verleihen, dass ich diesem Projekt entgegenbringe. Das finde ich wirklich super. Und das ist auch wieder so eine Idee, wo ich denke, warum hast du den selber gehabt? Das ist so der Neid. Nee, echt hoch. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor dieser Idee und vor dieser wirklich sehr gelungenen und lustigen Umsetzung des Projekts. Klasse. Also solltet ihr unbedingt hören. Das muss man hören, ja. Euch mal auf der Seite tummeln. Ja, das muss man gehört haben. Jetzt ist der Sprung wieder gewaltig. Wir treten einfach wieder zurück. Es geht wieder um Pandora's Play. Die letzten beiden stehen noch an. Und zwar es ist eher eine Reihe als eine Serie. U666. Und zwar sind zwei Folgen auf einen Schlag rausgekommen. Die 5, muss ich gleich mal sagen, habe ich noch nicht gehört. Aber die 4 habe ich gehört. Blutmaschinen, dieser ungewöhnlichen Reihe, die sich über einen ziemlich weiten Zeitraum erstreckt. Und also los ging das ja mit einer Geschichte, wo es um ein verschollenes U-Boot der Nazis ging, eben dieses ominöse U-666, das da entdeckt wurde, wo man da auf so ein Nazi-Labor gestoßen ist. Alles sehr, sehr mysteriös. Und hier in Folge 4 wird quasi so ein bisschen ein Hintergrund beleuchtet. Und zwar spielt das Ganze um 1900, als in London eine Reihe von ungeklärten Morden passiert, schaurigen Morden passiert. Es hat so alles so ein bisschen Jack the Ripper-Anstrich. Und parallel dazu wird die Geschichte erzählt, wie ein englischer Ingenieur in Indien eine Eisenbahnstrecke bauen soll. Beziehungsweise es geht eigentlich um eine Eisenbahnbrücke, glaube ich. Und generell, dass eben die Eisenbahn nach Indien kommt. Diese Engländer trifft da auf einen sehr merkwürdigen Stammesführer, der total versessen ist von Maschinen. Und auf die Weise gerät man an so einen Kult, der Maschinen huldigt. Und so wird eben die Verbindung dann geschlagen zu den Nazis, aber parallel auch dazu zu dieser
ominösen Mordserie in London, was da mit reinspielt. Ich fand die Geschichte eigentlich, je weiter man gehört hat, doch sehr spannend. Nur hat die Produktion ein riesiges Problem und das hängt mit Conny Halver zusammen. Conny Halver ist der Erzähler. Höchste Verehrung immer für Conny Halver. Conny Halver ist ganz großartig und sitzt bei mir auf einem Thron, wo keiner auch nur dran kratzen kann im Endeffekt. Aber also damit hat man ihm irgendwie einen Bärendienst erwiesen. Also ja. was da passiert ist bei der Aufnahme, ich habe keine Ahnung. Das ist so merkwürdig geschnitten und das klingt so komisch, vor allem in den Erzählpassagen. Das ist so merkwürdig produziert. Bei den Spielszenen selber ist es dann irgendwie kein Problem mehr, finde ich. Also da, wenn das in Indien ist oder in London, das ist beides völlig in Ordnung. Aber diese Erzählparts, was ist denn da passiert? Ich hatte echt den Eindruck, dass das überhaupt nicht Conny Halver ist, sondern dass man gedacht hat, wir haben hier einen Sprecher, der klingt wie Conny Halver. Er ist zwar vollkommen talentfrei, aber er klingt halt so. Also so kam mir das vor. Also ich war echt entsetzt, als ich dann hörte, dass es tatsächlich Conny Halver ist. Was hat der Mann denn da gemacht? Weil da stimmt ja überhaupt kein Timing und nix. Also das ist, ich fand das ganz schlimm. Das Problem ist halt, dass die eigentlich gute Geschichte und diese guten Hörspielszenen dann immer wieder von dem unterbrochen wird. Und das reißt einen so raus, dass man dem Hörspiel eigentlich echt nur so halb folgen kann irgendwie. Ja, klar, weil man ständig sich darüber ärgert, Das ist in der nächsten Folge genauso, aber da ist auch die Story total interessant. Aber da hatte ich ein kleines Problem kann man nicht sagen, dass es ein kleines Problem hat. Ich hatte am Anfang ein kleines Problem mit der Story, weil ich dachte, ich weiß jetzt, wo drauf es hinausläuft. Läuft darauf hinaus. Es geht um die Hindenburg und ja, da hat man dann so eine Besonderheit drin und erklärt quasi so den Hintergrund des Hindenburg-Unglücks auf eine besondere Weise. Das Problem ist, dass man das Ende halt kennt, dass man weiß, was passiert und dass man den Fortgang, der es dahin geht, wie die Geschichte ihren Verlauf nimmt, dadurch ja auch einem klar ist, was jetzt passieren wird. Das ist halt da so ein bisschen schade, aber ansonsten ist das eine wirklich sehr interessante Story, die auch ganz gut im Offenbarung 23-Kosmos gepasst hätte. Wobei für Offenbarung 23 war halt nur eine Verschwörungstheorie. Ja, ist also wirklich schade. Also keine schade. Ahnung, was da passiert ist. Die Storys sind beide wirklich gut, aber das Format, das macht vieles kaputt, leider. Also irgendwie unverständlich. Was will man machen? It is, wie es ist. Kann nicht alles parisig sein. Ja, kommen wir zu etwas völlig anderem. Und zwar zu der Mutter aller Punk-Hörspiele. Zurück zum Beton. Schau, Sefcek, ich hoffe, man spricht ihn sie so aus, und Martin Ritzenhoff. WDR-Produktion aus 2012, die ich jetzt mit großer Freude gehört habe, muss ich sagen. Ja. Ich bin jetzt zwar kein großer Punk-Fan, aber das war schon geil, was da passiert ist. Das ist so ein buntes Hörspiel. Es geht um die Punkband Der Arsch. Die Punkband hat ein Problem, nämlich ist der Gitarrist abgenippelt und der Sänger ist im Knast. Es geht aber eigentlich um eine andere Figur, nämlich der Cousin des Sängers ist es, um den es eigentlich geht. Und der ist so ein eher ein sanfter Hippie, der eben seinen Cousin besucht und der kommt eben aus dem Knast raus und der kann Gitarre spielen. Es liegt natürlich dann nahe, dass selbiger den dahingeschiedenen Gitarristen doch ersetzen könnte, aber er ist halt nicht wirklich so ein Arsch. Ja, das Problem ist auch, dass es unter Zeitdruck geschieht, weil es steht ein Konzert an, ein ganz wichtiges. Ja, nämlich die Vorgruppe von Iggy Pop sein. Insofern muss da dringend was passieren in Sachen Gitarrist. Aber es ist halt nicht nur das Problem, es ist das Problem generell, was Punker so wahrscheinlich so haben. Ja, ein Prass auf die Welt und man kann sich selber auch nicht so, man kann sich schon irgendwie ausstehen, aber irgendwie ist ja doch irgendwie alles scheiße. Ja. Und das ist so rotzig schön dargestellt alles, dass man sich richtig schön reinfühlen kann, wirklich über die gesamte Spielzeit. Und also Spoiler, ich finde diese Idee des Sängers so geil, während des Auftritts das Publikum nass zu machen und dann mit Beton zu übergießen. Was ist das denn für eine Idee? Wie geil ist das denn? Großartig. Ja, ist Punk. Also quasi mit einem Knall abzutreten, Hat was. Das ist wirklich Punk, ja. Und um das geht's dann natürlich auch immer. Jeder will den anderen übertreffen. Was ist denn jetzt Punk? Ja, das ist Punk. Nee. Alles muss wirklich drastisch sein. Alles muss wirklich auf Krawall gebürstet sein. Sonst ist man nicht authentisch genug. Ja. Da ist mir auch gegangen, wie bei Hunter S. Thompson. Ich bin so froh, dass ich so spießig bin und nicht so eine Probleme habe. Dass mir Sachen nicht so extrem sind. So ein Leben zu führen, das ist viel zu anstrengend. Meine Fresse ist das anstrengend. Weihoi. Ja, da bin aber ich dann doch froh. Es hat mich so schön an so Sachen wie Neue Fahrt Süd erinnert und diese frühen Regner und ja, auch diese Berlin-Stories so. Also das
ich finde das, fand das wirklich großartig. Ja, also es hat riesen Spaß gemacht, wirklich. Ja. Also vor allem das eben mit einem Abstand zu hören. Das ist so schön eingefangen, diese Stimmung. Großartig. Das sollte man echt nicht verpassen. Zurück zum Beton. Gibt's im WDR-Hörspielspeicher. Hört's euch an. Apropos WDR-Hörspielspeicher, ich hätte noch eins, und zwar Tod im Namen Gottes. Das ist auch im März im WDR-Hörspielspeicher gewandert, ist jetzt dort auch verfügbar zum Nachhören. Es geht um eine Terrorgruppe von jungen Dschihadisten, die in Deutschland ein Attentat planen und dabei allerdings vom Verfassungsschutz beobachtet und abgehört werden. Man erzählt also quasi diese Story ab dem Zeitpunkt, wo also diese Planung ernst werden, auf zwei Ebenen. Einmal bildet man das Verhältnis unter den Dschihadisten ab, wie die halt zum Anschlag hinkommen, und andererseits auch die Angehörigen in Form einer Mutter eines dieser Terroristen, die dazu befragt wird. Und man versucht so in, ich glaube, es sind nur 40 Minuten, es geht also relativ fix, das Hörspiel, versucht so alle Aspekte, die man da so kennt, also alle Klischees, versucht man da in dieses Hörspiel reinzupacken. Mir fehlt so ein bisschen, ja, die besondere Botschaft dahinter. Also man stellt es da, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, das gibt mir jetzt einen neuen Aspekt in diesem Thema. Insofern, gut, allerdings muss man dazu sagen, es ist auch von 2010, also es ist auch schon ein paar Jahre her. Man ist auch mit dieser Terrorgefahr ein bisschen 5 Jahre älter geworden mittlerweile und hat dadurch auch ein bisschen mehr gesehen. Vielleicht war es damals aktueller und konnte auch damals neuere Aspekte liefern. Aber ich würde es trotzdem mal empfehlen wollen, also weil es ist wirklich gut gespielt und es wirkt auch sehr, alles sehr glaubwürdig. So ein bisschen die Kritik stört mich an dem Abhören. Also es geht unter anderem, ist es so, dass abgehört wird. Sobald die Dschihadisten anfangen zu beten, schalten die ab, weil die das nicht aufnehmen dürfen. Das kommt mir ein bisschen unglaubwürdig vor. Das wirkte dann so ein bisschen so kritikhaft, als ob sich da wirklich jemand stören würde dran. Aber Kleinigkeiten. Wie gesagt, Tod im Namen Gottes heißt das Ganze und gibt's im WDR-Hörspielspeicher. Ja, und für den Rest haben wir noch Gäste. Holen wir uns noch ein paar Gäste. Ja, wir hatten ja den Lennart schon als Gast und da den Auftakt in die Gästereise macht dann er auch. Und zwar haben wir Oliver Twist, der bei Sauerländer Audio bzw. jetzt Argon erschienen ist. Ja, Oliver Twist, Charles Dickens, eine NDR-Produktion aus 1961. Ja, Lennart, wie fandest du es denn? Inhaltlich fand ich es ein bisschen zusammengekürzt und teilweise haben sie mir da auch ein bisschen zu sehr die Kritik rausgenommen, die Gesellschaftskritik und die Tragik, dass es fehlte. Ja, das hat mich auch merkwürdig berührt. Also am Anfang ist ja zum Beispiel diese Sargtischler-Story ist ja quasi vom Erzähler in zwei Sätzen zusammengefasst. Es geht ja quasi direkt los, wo er nach London kommt. Das fand ich schon merkwürdig. Ich habe gedacht, naja gut, da wird man aber in London doch ein bisschen mehr an die Substanz gehen. Aber das fand ich dann auch merkwürdig so dünn drüber, oder? Also es war so, dieser Bösewicht, der war mir ja irgendwie gar nicht böse genug. Also ich fand den so, also den, wie heißt der? Fagin, ja. Das war so, also ich fand das bei der, ich weiß nicht, die letzte Umsetzung, die wir gehört hatten, war die, was war das? Das war aber auch eine alte Produktion, oder? Eine SWR-Produktion? Aus dieser Box, ein Audioverlag. War das nicht die Stricker? Ja, das ist die Stricker-Version. Aber es gibt da noch eine SWR-Produktion, meine ich. Ja, genau, die war im Audioverlag erschienen, in so einer Box mit 5 CDs, auch mit Josef Offenbach als Fan. Ja, und die fand ich irgendwie, fand ich die insgesamt dramatisch. Also die hat mich irgendwie mehr gepackt. Weißt du, hat man sich mehr getraut. Ja, ich glaube auch, das hat man wirklich böse. Also hier, das fand ich schon so fast, wie man heute so kindgerecht produziert, so nicht zu viel Böses reinpacken, also eher so leicht beschaulicher das Ganze erzählen. Das hat mir in der anderen Version durch die Treste besser gefallen. Ja, die kenne ich noch nicht. Die habe ich nicht, aber die wollte ich noch mal. Ja. Also ein bisschen gedämpft, das stimmt, ja. Aber ich finde es spannend, wen man alles zu hören bekommt. Unter anderem zwei Rodents. Das fand ich halt sehr spannend. Volker Lechtenbrink und Uwe Friedrichsen. Das eine war Uwe Friedrichsen, ne? Ja, stimmt. Der ist mir auch aufgefallen. Aber den Volker Lechtenbrink habe ich jetzt nicht raushören können. Nee, ich auch nicht. Also ohne Blick ins Booklet wäre es mir auch nicht aufgefallen. Aber fand ich spannend. Der spielt den Schlauberger.
Stolberger, ne? Ja. Mhm. Da war der ja noch klein, ja, das ist ja, der war dann noch jung, dann erkennt man den ja auch nicht. Ja, aber den Fagin an sich, also den fand ich noch am überzeugendsten von den ganzen Figuren, also den fand ich schon böse. Ja, vielleicht, weil ich den direkten Vergleich hatte und ich den da in dem anderen deutlich böser empfunden habe. Spielt er den in der SWR-Fassung nicht auf? Ich weiß, ich glaube, ja. Ich habe Josef Offenbach gelesen. Bin mir nicht sicher, aber es könnte gut sein. Ja, aber diese NDR-Produktionen, die Sauerländer da rausbringt, die zeichnen sich ja alle mehr oder weniger dadurch aus, dass sie recht kindgerecht sind, ne? Ja. Also auch diesen Ein Junge wird entführt, David Balfour, da kannte ich die Vorlage halt nicht. Ja. Aber das war mir bei der Schatzinsel, das ist ja die erste Produktion, die Sauerländer rausgebracht hat, war mir das auch schon aufgefallen, dass da also an einigen Stellen entschärft wurde. Gerade wenn Silver dann den Seemann umbringt auf der Insel, der überlebt ja einfach zum Beispiel. Ja. Also diese Bearbeitungen, die sind schon ja sehr, sehr kindgerecht. Da war es halt auch drastisch, weil wir parallel das Erwachsenen-Hörspiel hatten von der Schatzinsel. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man dann so einen Vergleich hat, fällt es einem wahrscheinlich noch mehr auf. Ja, das kann sein, ja. Ja, die schauspielerischen Leistungen an sich sind aber gut, würde ich sagen. Also ja, es ist wirklich, das hängt an der Bearbeitung einfach. Ja, aber was SDR-Produktion ist es übrigens, aber das wird die sein. Ja, ja, genau. Da muss ich wohl auch nochmal hören. Aber ich finde es löblich, dass also Sauerländer jetzt praktisch jedes Jahr eine alte NDR-Produktion bringt. Ja, hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Die hatten ja damals, ich glaube, das ist ein, ohne mich jetzt hier in Szene setzen zu wollen, aber ich glaube, es ist ein wenig ist es mein Verdienst, weil ich kannte die Schatzinsel-Fassung aus dem Radio und habe dann gedacht, naja, das ist eigentlich eine schöne, die fand ich sehr schön einfach, die konnte man sehr gut anhören und natürlich auch tolle alte Sprecher. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, warum ist die eigentlich noch nicht auf CD erschienen? Alles Mögliche kommt auf CD. Und dann habe ich geguckt, naja, bei welchen Verlagen könnte es denn noch passen? Und habe dann einfach da mal E-Mails hingeschrieben. Das war 2012. Und ja, seitdem. Sauerländer hat sich recht schnell bei mir auch gemeldet und war interessiert und hat dann, das hat 2-3 Wochen gedauert und dann haben sie mir gesagt, naja, Anfang 2013 bringen wir dann die Schatzinsel raus. Also, und seitdem kommt jedes Jahr eine, genau. Kommt jedes Jahr vom NDR ein Hörspiel. Mhm. Also ich scheine die da wirklich auf die Idee gebracht zu haben. Und das ist doch schön. Ja, gut. Also der NDR entdeckt sie ja auch. Also die haben jetzt auch neulich dann nochmal den Junge mit entführt, nochmal ins Programm genommen. Genau. Ja. Und vor allen Dingen, also ich meine, sowohl der Oliver Twist als auch Ein Junge wird entführt, waren bis vor der Ausstrahlung im Radio auch nicht in der Hörda zu finden. Nee, das stimmt. Mhm. Also ich habe die auch nicht in der Datenbank. Ist nicht gelistet, ja. Also da sind teilweise dann Hörspiele zutage gekommen, von denen wahrscheinlich viele gar nicht wussten, dass die überhaupt... Die überhaupt gibt, ja. Ja, und das ist doch also eine tolle Geschichte einfach. Und ja. Das und vor allem macht man sich ja auch immer Mühe bei der Verpackung hier. Die Gestalten ist ja richtig schön. Auch das Booklet ist ganz toll. Oft ist es ja so, wenn dann ein Label den Verlag wechselt, wie jetzt zu Argon, dann kommen automatisch weniger Hörspiele. Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Es wundert mich auch, obwohl Argon hat ja auch die Hörspiele dann irgendwann eingestellt. Also sie haben ja auch vorher relativ viel mal gemacht in Hörspielsachen, auch sich viel getraut. Die haben ja damals diese Soap da mal aufgelegt und sowas und das auch richtig befeuert mit Werbung und allem. Das ist ja dann irgendwann nach und nach ist das ja total weggebrochen und ich glaube die letzten 2 Jahre ist bei Argon dann gar nichts mehr erschienen. Deswegen hatte ich immer so die Befürchtung, wenn Sauerländer jetzt dahin wechselt, dass es irgendwann heißt, nö, machen wir nicht mehr. Wobei das mit Archivsachen vielleicht auch immer noch mal was anderes ist. Ja, und ich denke, die sind halt kindgerecht aufgearbeitet. Da hat man natürlich auch ein relativ großes Zielpublikum. Ja, genau. Im Kinderbereich verkauft sich das ja noch ganz gut, ne? Ja, das kannst du für Kinder kaufen, aber vielleicht Erwachsene, die Story halt von früher kennen oder als Geschichte, die das dann nochmal interessiert. Man hat ja auch einen Klassiker, stimmt. Ja, ja. Also von daher. Ja, an sich würde ich das schon empfehlen, nur ich fand es halt bei Oliver Twist wirklich, das war zu lasch. Mhm. Vor allem, es fehlt dann ja auch in dem Moment, wo Oliver zu den Maileys kommt, dann bricht die Geschichte ja ab. Ja. Obwohl da eigentlich ja noch eine ganze Menge passiert. Ja. Hinterher, ne? Das ist einfach stimmt. Weg. Das ist jetzt auch das Kürzeste. Ja, das stimmt. Das ist im Format aber auch ja immer auf genau. 2 CDs. Naja. Aber auf jeden Fall ist es schön, dass die Grabeaktion in den Archiven von Jahr zu Jahr weitergeht. Das freut mich und das finde ich ganz toll. Ja.
Okay, Lennart, dann vielen Dank. Und ich denke, dass wir uns im nächsten Monat wieder hören, oder? Ja, mal gucken, mit was. Ich bin noch unentschlossen. Im Mai ist nicht ganz so viel. Ja, Titania vielleicht wieder, ne? Ja. Schauen wir mal. Dann kommt ein bisschen was, ja. Ach nee, Mindnapping. Mindnapping kommt wieder. Ach, Mardi Gras, genau. Stimmt, ja. Richtig. Das hört man dann noch, genau. Endlich. Okay, ja. Lennart, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Bis. Ciao. Jo, dann der nächste Gast für heute. Hallo Marco. Hallöchen. Hi. Ja, du hast gehört, unter anderem Audible hast du reingehört. Und zwar den Jona, den zweiten Teil, der ja im... Hilf mir auf die Sprünge. Februar. Im Februar rauskam. Februar. König ja, der purpurnen Stadt, Teil 2. Der Aufstieg. Wie gefiel dir das denn? Also, ich muss erst mal sagen, es ist mir ein bisschen zu lang. Ja. Also, es zieht sich. Es ist nicht direkt langweilig und es ist auch nicht, dass man sagt, oh nee, das hätte nicht sein müssen. Aber es ist ein bisschen, also man braucht ein bisschen Geduld. Die Geschichte an sich ist wirklich spannend, aber das ist jetzt kein Mitreißer. Also, du kommst nicht von einer Action-Szene in die andere und... Also ich hatte auch so ein Problem damit, ich habe nur angefangen, also nach dem ersten Teil hätte ich direkt weiterhören können, also nach dem ersten Teil, wie ich da mal durch war, da hätte ich gesagt, okay, jetzt gerade noch den zweiten Teil hinter drauf, das wird wahrscheinlich funktionieren. Jetzt hatte ich dann 3 Monate Pause und habe mich dann dran gesetzt. Und nach der ersten Stunde dachte ich, ja, ist ganz nett, aber ich höre jetzt erstmal was anderes und höre dann irgendwann weiter. Und dabei ist es dann auch geblieben. Also man hat nicht so den Drive dazu, da tatsächlich weiterzuhören. Gut, bei uns ist jetzt auch nochmal was anderes, weil wir hat 1000 Sachen hören müssen irgendwie. Und bei euch ist das ja Industrie geworden. Nee, was ich ganz schwierig fand, ganz, ganz schwierig, war die Geschichte mit dem Cliffhanger. Ich baue so einen Cliffhanger ein und gehe aber nicht so richtig darauf ein. Dann dachte ich, wo ist denn jetzt der Cliffhanger mit diesem Halsabschneider hin? Da ging es doch um was ging es denn da? Um irgendwelche Weiden und Schafe, die der haben wollte oder irgendwas? Ja. Da ging es doch um die verliehene Wolle, um den Gefallen. Genau, oder so, genau. Wo er sich dann den Gefallen einfordert. Ja, genau, stimmt. Das wird kaum noch thematisiert. Und das wird überhaupt nicht, da wird gar nicht mehr thematisiert. Und dann, muss ich ja mal sagen, wird ja der Della Pole immer so ein bisschen als totaler Miesmacher hingestellt. Das ist so als totaler Schweinhund. Aber der Jonah, ich weiß nicht, ob der viel besser ist. Also, ja, Entwicklung ist auch wieder so eine Figur, die nicht so richtig sympathisch ist. Also das ist, für mich ist das nicht nur ein Anti-Held. Also ich habe mit dem Begriff Held an sich ein Problem. Mhm. Ja, und dann ist es halt auch wirklich, weiß ich nicht. Also du hast es mit dem Wanderhuhnstoff, hast du mal gesagt. Ja. Das trifft es ziemlich. Also man muss es wirklich mögen. Aber also an der Inszenierung und am Handwerklichen führt ja kein Weg vorbei. Nee, das stimmt schon. Wirklich, also handwerklich ist das Wahnsinn. Aber der Stoff ist nicht ganz meins. Aber dann hast du angefangen, wissen, wie es ausgeht. Also es ist natürlich ein bisschen sehr vorhersehbar. Also im Endeffekt ist es ja klar, wo es hingeht. Ja. Denke ich jedenfalls. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da schon einen dritten Teil? Den dritten Teil habe ich auch schon gehört tatsächlich. Also der dritte Teil ist eigentlich relativ... Ja. Ach, den gibt's schon? Ja, ja. Ich habe auch schon gehört, also das Imperium, ne? Das ist das Nächste. Ich weiß nicht, wie die auf die Titel kommen. Die Lehrjahre war für mich ja noch relativ, ja, okay, er ist in der Lehre. Der Aufstieg, ne, der war ja eigentlich schon aufgestiegen. Und dann im zweiten Teil, naja, er heiratet seine Ische halt. Obwohl ich da auch immer so ein bisschen, wo kam die plötzlich her? Also er rettet die Königin das Leben, dann war sie noch Kind. Und plötzlich sind die verliebt und sonst was. Und da wird nichts dazu erklärt, gar nichts. Also die ist dann halt plötzlich da. So, und plötzlich mal 10 Jahre älter. Also ist dann Schluss nach dem dritten Teil? Und nach dem dritten Teil ist definitiv Schluss. Also, wie erklärt man das? Also bei mir ist auch schon eine Weile her. Es ist tatsächlich so, dass der Jonah, der soll dann noch Sheriff werden, also die zweithöchste Stellung, die man ja erreichen konnte in London damals. Dann wird er aber von seinem, ich weiß eben nicht, ob das im zweiten oder im dritten Teil war, mit diesem Monopol auf, warte mal, erst ging es ja um das Wollmonopol, ne? Ja. War das im zweiten Teil? Das war im zweiten Teil, ja. Genau. Und im dritten Teil stellt ja Della Pole das so hin, lässt Dokumente fälschen, dass er hinter diesem Monopolbetrug steckt, der ja da zwangsläufig ist. Und dann soll Jonah halt umgebracht werden und was soll ich sagen, durch irgendwelche Verwicklungen, wie auch immer,
kommt das halt wieder raus, weil die Königin ihn ja auch gut leiden mag und keine Ahnung. Im Endeffekt ist er Bürgermeister von London und das ist eben so das, wo ich dann sage, pff, ein bisschen sehr vorhersehbar. Also ich hätte jetzt nicht haben wollen, dass sie ihm den Kopf abschlagen, aber das ist halt so richtig, richtig klischeehaft. Ja. Wo ich dann sage, ja, okay, warum muss ich da jetzt 14 oder 21 Stunden Hörspiel vorher hören? Ist schwierig. Also ich stecke immer noch zur Hälfte im ersten Teil. Ich fand das bis jetzt sehr unterhaltsam eigentlich und spannend. Also gerade diese Tuchgeschichte, das hat mich halt interessiert. Kennst du nicht hier, wie heißt die Tore der Welt? Da geht es auch um sowas. Da läuft es ja mit dem Wollhandeln immer. Dann geht es ja darum, dass dann die Hauptperson quasi auf die Idee kommt, wir könnten ja mit Tuch und so Geld verdienen. Geht es ja sogar noch um Färbemittel und so weiter. Also das war mir nicht komplett neu. Gab es da nicht sogar noch eine WDR-Produktion? Ja, ganz große sogar. Ich schmeiß das aber auch wahrscheinlich mit die Säulen der Erde und dem ganzen. Die Säulen der Erde ist ja noch früher. Also geschichtlich scheint zumindest so oberflächlich zu stimmen. Also natürlich nicht die Person, aber so die Grundfesten. Die Rahmendinge. Königin Philippa stimmt und so. Also das haut, und auch dieser Putsch am Anfang vom ersten Teil, das haut auch alles hin. Also geschichtlich haut das schon hin, aber wie gesagt, mich haut es nicht so vom Hocker wie die Fitzsex und so. Also ja, ist halt, du kannst keine Bombe aus Wasser bauen, ist schwierig. Ja, so wird so Jona. Jona sein und kommen zur Lady Bedford. Hätten wir ja auch noch offen, die im März erschienen sind. Genau, und zwar die 79. Im Titel müsste mir jetzt mal gerade helfen. Der Mord am Telefon. Nee, die 80. Mord am Telefon. Erstens, warum Mord am Telefon? Weil sie den Fall übers Telefon löst oder warum? Keine Ansonsten Ahnung. Fand ich das mal super, dass man endlich mal davon weggekommen ist, Lady Bedford immer so unbedingt ins Zentrum rücken zu wollen. Also man hat ja wirklich mal den lieben Tim im Zentrum, weil er nach Amerika geflogen ist und seinen Sohn besuchen will. Und da finde ich halt dann auch mal schön, dass man so diesen Zwiespalt hat zwischen Gesetzestreue und Familie. Und der Tim steht jetzt, ja, was mache ich jetzt? Verteidige ich meinen Sohn um jeden Preis oder komme ich halt dann doch mit dem Gesetz hin und mache das dann alles? Aber wie der Fall dann aufgelöst wird, ist mir ein bisschen, ich will nicht sagen, an Haaren herbeigeschleift, aber es ist ein bisschen sehr gedengelt, damit es passt, weil der Gerichtsmediziner oder irgendwas, der dann auch noch eine ehemalige Liebschaft von der Toten ist und oh. Das ist alles so, damit es auch ja wirklich passt. Ich weiß ja, dass es sein muss, aber ist schwierig. Das hat mir fast ein bisschen die Geschichte verhagelt dann. Und dann diese Nachlässigkeit, weil, also ich weiß nicht, habt ihr es gehört? Nein. Also sein Sohn wird verdächtigt. Er wurde halt direkt gesagt, ja, der Mediziner, also der Gerichtsmediziner hat gesagt, der ist gerade eben gestorben, also so 10 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann fällt niemandem auf, dass die Leiche schon völlig kalt war. Das muss wieder die Lady Bedford von sonst wo sagen. Also er ist über den großen Teich und sie aus London und kommt auf die Idee, sag mal, war die Leiche kalt, als du die angefasst hast? Und da fragt keiner nach. Seid ihr denn alle wahnsinnig? In der Aufregung dann, vielleicht. Wenn die Story zu schnell rum gewesen wäre. Genau. Ja, nee, aber ansonsten so, also den Grundtenor, dass man halt Tim Denheim mal ins Zentrum stellt, finde ich schon okay vor allem. Und großes Thema Schwule und Lesben ist es, er gibt nämlich, also es geht um die Verlobte von seinem Sohn und er gibt nämlich nicht, also es geht darum, vielleicht einen Eifersuchtsmord oder so und dann sagt er direkt, das kann nicht sein, gibt aber nicht zu, warum. Aha. Und irgendwann, also als ihm dann quasi schon die Schlinge um den Hals ist, kommt dann raus, ja, ich bin vom anderen Ufer. Ja, also da fliegen dann, also fliegen richtig die Fetzen, aber ist schon dicke Luft, sag ich mal. Okay. Ist mal ganz interessant. Aber wie gesagt, die Auflösung des Falls dann ist so eine Sache, wo ich sage, das darf doch nicht wahr sein. So viel Stamperei gibt es doch auf einmal nicht. Ich meine, gibt es ja auch mal Polizisten, die vielleicht mal anfassen könnten, aber gut. Okay. Ja, muss ja passen. Und wie ist es mit dem Tod über den Wolken? Es kam raus nach dem Flugzeugabsturz hier mit Germanwings und da habe ich noch gedacht, ey, hoffentlich jetzt nicht ausgerechnet in dem Moment. Aber nein, es stürzt kein Flugzeug ab. Und zwar ist es so, sie steigt in ein Flugzeug und noch beim Einchecken sagt sie plötzlich zu Max, ey, du, hier wurde gerade ein Koffer ausgetauscht. Wir merken aber nichts, ne? Und also war halt nicht. Und da sagt sie, ich habe irgendwas gesehen. Wird den ganzen Flug nicht ruhig. Ja, was soll ich sagen?
Im Endeffekt nimmt dieser Passagier den Laptop raus und auf einmal sind zwei Laptops da. Aha. Naja, im Endeffekt ist es eine ziemlich verworrene Mordgeschichte. Es geht um Eifersucht und Geld. Also eher um Geld, würde ich mal sagen. Okay, die zwei also klassischen aller Motive. Es geht dann um exotisches Tiergift. Also die Geschichte fand ich nicht so spannend. Mhm. Wo ich aber auch sagen muss, es wird wieder ein Klischee tot geritten. Die Lady Bedford fliegt in Urlaub nach Neuseeland und der Gomery macht halt direkt im übertragenen Sinne ein Bierfass auf, also lädt Miller ein. Warum haben sie mich denn eingeladen? Oh, Lady Bedford ist endlich im Urlaub, endlich Ruhe. Das so, und das ist gefühlt das halbe Hörspiel geht das. Okay. Naja. Geht wahrscheinlich nicht so lang, aber ich habe erst mal gedacht, gut. Also nichts, was man noch nicht gekannt hat. Man hat wieder so einen kleinen erhobenen Zeigefinger. Es geht nämlich so ein bisschen um rechte Szene. Also der da ermordet wird, der hat ein Buch geschrieben über rechte Gruppierungen in Großbritannien. Okay. Also, aber das thematisiert man auch recht kurz eigentlich. Also, und die Frau, die ja nur an allem schuld ist, fand ich zu durchschaubar gespielt. Also der Miller sagt halt, ja, ich guck mal, also ich sag mal der Frau Bescheid, dass der vielleicht in Gefahr ist. Also der stirbt dann am Ende nicht. Geht hin zu der Frau und du hörst das erste Mal die Stimme der Frau und weißt direkt, ach scheiße, die hat Dreck am Stecken. Das ist zu durchschaubar. Ja, zu durchschaubar, wirklich. Mhm. Ja, genug gemeckert. Kann ja auch mal sein. Genau. Ja, ne, gut. Ich lob sonst immer. So, ja, und jetzt an der Stelle, bitte, bitte, lieber Hörplanet, und bringt wenigstens Amadeus noch raus. Soll ja jetzt am 8. Mai rauskommen. Genau. Na, ja, schön. Jetzt habe ich hoffentlich nicht zu viel gespoilert. Wir schnippeln einfach unsere Hupe rein. Okay. Juti, Marco. Ja, dann Dankeschön. Bitteschön. Und wir hören uns dann vielleicht im nächsten Monat wieder. Na dann, bis dann. Bis dann. Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das waren unsere Gäste. Gesundheit. Ja. Ich bin angeschlagen. Ja, ein paar Meter haben wir noch. Es steht nämlich noch die letzte Kategorie für heute. Kategorie? Wie heißt das denn, was wir da machen? Rubrik, danke. Genau, wie der Regisseur damals von 2001. Ja, nee, ich hätte jetzt an diesen Würfel gedacht, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir mit den schlechten Wortspielen, das ist... Um mal Thorsten Sträter zu erzählen, dafür werden sie uns in der Wortspielhölle mit einer blühenden Kombizange die Arschvollkraut ziehen. Die Haut vom Arsch ziehen. Ja. In diesem Sinne, kommen wir zu den News.